Na, wen sucht ihr denn hier, junger Mann? Hm? Die Signora Scandamiglio. Weiter runter. Der große Torweg Nummer 64. Ich habe euch hier noch nie gesehen, junger Mann. Seid wohl vorauswärts, hm? Das sind... Ja? Euer Koffer ist weg! Euer Koffer! Der Dummkopf hat sich den Koffer klauen lassen. Ach, das ist alles halb so schlimm. Wenn Sie wieder da sind, sagt Ihnen Nicola Bellizzi, erwartet Sie im Hause des Signoras Conamiglio. Verstanden? Wart mal, wollt ihr eine Pizza setzen, dass ihr das Prachtstück nicht mehr wiederkriegt? Ja, warum denn nicht? Nur zu, bestellt inzwischen die Pizza. Später reden wir dann, ja? Bene, Peppi, eine prima Pizza, gut gewürzt. Und wie willst du die Pizza? Na, mit Tomaten und gut durchgebacken. Wer ist da? Nicola Bellizzi, auf Empfehlung des Anwalts Santo Padre. Eine ehrenwerte Person. Buongiorno, Signora. Buongiorno. Ich komme wegen des Zimmers, das ihr vermieten wollt. Der Preis ist euch bekannt? Sie, und ich bin damit einverstanden. Seht ihr, die Bezahlung möchte ich im Voraus. 5 Lire im Monat, ihr versteht. Capisco, wenn ihr einen Fremden in euer Haus aufnehmt, dann gewiss nicht aus Wohltätigkeit. Schon gut. Tretet näher. Sissi, hier lang. No, 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 nicht dort. Hier ist es, das ist es. Tretet ein. Ab wann wollt ihr es denn haben? Ab sofort, bitte. Ab sofort? Yes, das alles zieht hier in die Nähe. Gepäck habt ihr wohl nicht mitgebracht. Es kommt noch, sie bringt es mir gerade. Grazie. Das ist mein Koffer. Ich geh schon. Ich komm ja, warte doch einen Moment. Und hier ein Nicola Bellizzi, Pascha. Trag ihn rein, aber klau nichts, Capisco. Stell ihn dahin. Entschuldigt bitte. Das Ding war ein Irrtum. Aber wir haben euch erst wiedererkannt, als wir den Koffer bereits geöffnet hatten. Wir waren zu klein, als ihr Herr der Straße wart. Dann haben wir die rote Mütze gesehen und wussten, dass ihr Coppa la Rosa seid. Ihr seid jetzt eben Mann geworden. Wie heißt du? Pasquale Barfuß. Weil ich nie Schuhe hatte. Pasquale, ich habe die Residenz gewechselt, damit man mich vergisst. Coppa la Rosa ist gestorben. Nur noch die Mütze ist übrig als Andenken. Nach 6 Jahren Besserungsanstalt habe ich begriffen, dass Mitleid und Gerechtigkeit in dieser beschissenen Welt nichts wert sind. Ich bin so dumm geboren wie du, aber ich will schlau werden. Hast du verstanden? Ja. Na los, hau ab. Warte mal. Ich habe gewettet um eine Pizza. Ich habe die Wette gewonnen. Lass sie dir geben und ess sie zusammen auf mein Wohlgehen. Wenn ihr gewonnen habt, habt ihr mit Raffaello Cadavre gewettet. Der verliert immer. Auf jeden Fall vielen Dank auch. Wir werden sie auf euer Wohl essen. Wir haben alle mal einen Mordshunger. Ach, der passt mir aber gar nicht. Ich würde ihn liebend gerne sofort wieder rausschmeißen. Warum denn, Mama? Was wollt ihr denn? Vielleicht einen alten Tatterkreis. Na, nie, hör mal, meine Süße. Ich vermiete, damit wir haben, was wir jeden Tag brauchen. Und nicht deshalb, dass dir einer die Zeit vertreibt. Wenn ich merke, dass du heimlich mit ihm sprichst, dann verziere ich dir mit meinen Zähnen deine Larve auf ewig. Mama, noch nicht mal ins Gesicht gesehen habe ich ihn. Ah. Aber wenn er mir gefällt, nehme ich ihn. Das heißt, dass er ein hübscher Bursche ist. Lumpenpack, verdammtes Mistvolk, ihr Satansbraten! Eine Pizza für diese Stinktiere. Ersticken sollt ihr allesamt dran. Im Halse sollt ihr stecken bleiben. Auf der Seele soll sie euch bringen. Verdammte Drecksbande! Verdammte Hungerleider! Verschwindet, ihr Rotznasen! Pascal, gib mir was. Ich hab Hunger. Ihr könnt wieder reden. Er ist eben aufgewacht.
von Amar. Bringt mir die Halsbinde. Die rote, blutfarbe. Don Geiter, Bindet doch die mit den Pünktchen um. Die sieht freundlicher aus. Dann werde ich euch heute einen Gefallen tun. Bravo. Ja. Seht ihr, wie gut sie euch steht, ne? Ein schöner Mann seid ihr, Don Geiter. Ja. Ah, was ich sagen wollte. Gigino, das Rabenass, ist gekommen. Habt ihr seine Schulden im Kopf? Und ob, ja. Zurzeit sind bei ihm im Ganzen noch 121 Mal Spucken ins linke Auge und 24 Mal ins rechte Auge offen. Oh, heute Morgen passt es mir besser ins rechte Auge. Bleiben also 23 ins rechte. Ah ja, ihr habt ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Was war, es ist wahr. So, erledigt. Seht euch nur vor St. Antonio, Don Geiter. An so einem Tag wie heute gerät der Heilige leicht in Zorn. Buongiorno, Donna Amma. Einen erfolgreichen Tag wünsche ich, Don Geiter. Don Gaetano, buongiorno. Ich bin bereit. Heute das Recht. Don Gaetano, kann ich 10% Ermäßigung auf die Spucke ins Gesicht haben, die er mir morgens gibt? Don Gaetano, ich bitte euch. Na, ist euch mein Ehrenname bekannt? Don Gaeta, seht, euer Sohn ist ja nicht gewachsen. Sieh an, Chichi, was für einen prächtigen Bengel du hast. Bravo. Grazie, Don Gaeta. Don Gaetano mit dem Eisenherzen. Und du, wie nennen sie dich nach der Denunziation beim Kommissar Ayossa? Ayossa. Man nennt mich Gigino das Rabenass und manchmal auch den Infamen. Und meinst du, dass Gaetano mit dem Eisenherzen die auferlegte Strafe für die Infamie verringert und um 10%? Und das Gigino dem Rabenass? Sieh. Na. Dann mache ich ein Ende und enthebe euch so eure Morgenandacht, Don Gaeta. Dann bezahlt eben deinen Sohn weiter. Was macht's? Don Gaeta, wartet. Euch wohl. Ich hab's euch ja gesagt. Er gewinnt. Er gewinnt gegen alle. Hast du richtig hingesehen? Bist du sicher? Ich kenne den Kerl nicht. Buongiorno, Don Gaeta. Ich wollte euch nur sagen, Don Gaeta, da spielt einer Maurer ohne eure Erlaubnis. Was befiehlt ihr? Was sollen wir tun? Wir werden sehen. Buongiorno, Donna Marie. Buongiorno, Don Gaeta. Buongiorno, Don Gaeta. Ich hoffe, es geht euch gut. Danke sehr. Marie gibt Don Gaetano eine schöne, frische Cozzecca. Eine sehr schöne. Sie sind frisch, ganz frisch. Wir haben sie heute Morgen gefischt. Was für eine schöne Muschel. Mögt ihr sie mit Zitrone? Sie gibt mir etwas Zitrone darauf, danke. Marie, auch einen schönen Cannolino. Exquisit. Don Gaetano hat es verdient. Such einen raus. Den schönsten, den du findest. Möchtet ihr einen, Don Gaetano? Grazie, Don Marie. Ich wollte euch... einen erfolgreichen Tag, Don Gaetano. Erfolgreichen Tag, Don Gaetano. Buongiorno.
Ich spiele. Va bene, ein Soldo. Herren der Straße spielen um einen Soldo. Eine Lira. Hältst du mit? Ein Vorschlag oder ein Befehl? Oh, Vorschläge mache ich nie. Ich verzeihe dir, weil du mich nicht kennst. In Ordnung. Eine Lira kommt mir zu Pass. Spielt. No, two, seven, three, one, eight, four, two, three, two, two, three, four, two, one, two, one, seven, seven, three. No. Er schuldet mir noch eine Lira. Hier, Bettelbruder. Ihr beleidigt mich nicht. Im Gegenteil, ich stelle mich mit euch gleich. Hey, Jungs, nehmt euch das Geld hier. Geht damit essen, auch für mich. Ein Geschenk an das Elend von Nicola Bellizzi. Da wäre noch die Ohrfeige. Wann ihr es wollt, verfügt über mich. Ich gebe euch Bescheid. Hey, du Börschchen. Erwische ich dich zum zweiten Mal. Na klar. Hau ab. Aua, lass mich los. Ich hab's dir schon ein paar Mal gesagt. Die Herrschaften wünschen nicht, von hier belästigt zu werden. Du Rotzbengel, verdammt, hau ab. Lucia, lass ihn in Ruhe. Verzeiht, Donna Lucia, aber es ist nicht zum Aushalten. Lass ihn in Ruhe, sag ich. Und bring mir zwei Spumoni. Da, Börschlein, nimm und verschwinde los. Durchsilber, wenn sich ein Mann mit dir verabredet und dich warten lässt, setzt er dir Hörner auf oder hat die Absicht. Denk dran. Denken würde ich schon dran. Mir fehlt bloß ein wichtiger Grund zur Eifersucht. Nämlich der Mann, der mich gerne hat. Meine Kleine, wach auf, sonst setzt du noch Schimmel zwischen den Beinen an. Wenn du einen hübschen jungen Mann siehst, dann musst du ihn mit deinen Augen auffressen. Du musst lachen, verstehst du? Du kommst mir vor wie die ungefleckte Empfängnis. Puh, länger warte ich nicht. Ich bin schließlich keine Magd. Los! Wo willst du hin? Ich hau ab, was sonst? Ich hab schon zu lange... Seid still, Donna Lucia! Ich erschlag dich, wenn du dich nicht auf deinen Arsch setzt. Buongiorno, Don Gaetano. Wie geht's euch? Buongiorno. Ich hoffe, euch geht's gut. Don Gaetano, ich muss euch bitten. Verschwinde von hier, Junge. Ich habe eine Ladung Mehl, Don Gaetano. Ich brauche, dass ihr dabei seid, denn die wollen sie mir nicht bezahlen, wisst ihr? Der eine ist aus Salerno, Don Gaetano. Er hat wissen lassen, dass er nur mit euch sprechen will. Ja? Ja, mit euch persönlich. Ihr müsst verstehen, die Bäcker warten drauf. Und wann wär's euch recht? Es drängt, sobald's euch passt. Je eher die's zurückgeben, umso besser ist es. Hinter eurem Rücken sitzt ein bildhübscher Bursche. Der würde mir gefallen. Bring mir ein Anis. Subito.
Das ist nichts für dich. Der ist wieder zu hübsch. Seht ihr? Glaubt ihr nun, dass ich ein Pechvogel bin? Ja. Don Gaeta, wir dürfen euch also erwarten. Na, va bene. Buongiorno. Ich werde da sein. Ich wollte gestatten. Ja? Verzeiht bitte, Don Gaeta. Ich bin seit Tagen kein Mensch mehr. Und meine Frau Maria, ihr kennt sie, schleicht seit Tagen ein Student herum. Und wenn er nicht damit aufhört, dann zerschneide ich ihm mit eurer Erlaubnis das Gesicht und schaffe ihn mir so vom Hals. Und wenn ich nur Nein sage? Va bene. Ich werde gehorchen. Aber da bin ich gezwungen, mich umzubringen. Oh, no, no. Du bist noch so jung. Also lebe, solange du kannst. Va bene. Va bene. Na gut, in Ordnung. Ich genehmige dir die Rasur. Grazie. Aber keine Leichen, verstanden? Natürlich, natürlich. In meinem Viertel muss strengste Ordnung herrschen. Geht alles bestens in Ordnung. Vielen Dank, Don Gaeta. Gehabt dich wohl. Nochmals vielen Dank. Hier ist das beruhigt, ja? Was ist los? Was ist passiert? Rede, das macht mich verrückt. Lucia. Gleich hinter deinem Rücken sitzt vielleicht mein Tod. Was soll denn der Unsinn? Wieso denn? Ich bin ein Guapo. Es geht um meine Ehre. Mach mal, verschwinde nach Hause. Aber beeil dich. Ich warte zu Hause. Kutscher, bist du frei? Ich werde mich mal erkundigen. Du willst so hin, sei ruhig. Friedlich. Du musst dich ruhig verhalten. Zeit. Darf ich euch ein Glas Orangeade anbieten? Liebenswürdig, aber ich wäre doch eigentlich dran. Ich bitte euch, ihr seid in meinem... Nimm die Hände in den Nacken, Gaeta. Hey, lass deine Pfoten unten. Ich bitte euch, seid mein Gast. Meine Gastfreundschaft abzulehnen wäre eine Schande für mich. Hätte ich mir denken können. Natürlich unbewaffnet. Wer spricht denn da? Ich nicht. Ich war's. Ich habe gesprochen. Oh, Verzeihung. Sag die Wahrheit, ich habe euch das Leben gerettet, hä? Er war drauf und dran, euch umzubringen, ist es so? Gebt es zu und ich verspreche euch, dass ihr ihn nie mehr wiederseht. Fasst mir nicht in den Hals. Das ist nichts zu machen. Gaetano ist mein Freund. Ja. Und ich will ihn alle Tage sehen. Selbstverständlich, das habe ich vorausgesehen. Und jetzt zieht beide eure Jacketts an. Ein Guapo lässt sich niemals entblößt sehen. Wir gehen los.
Kommissario. Sag mal, warum hast du das gemacht? Keine Angst, Don Gaeta, ihr schuldet mir nichts. Ich denke genauso wie ihr. Ah, sie? Na, fahren wir, steig ein. Hey. Ist besser, ich informiere euch. Mein Territorium reicht von der Eisenbahn bis zur Sanita, zur Faria und zu Miracoli. In diesem Teil von Napoli wird selbst der Wind mit meiner Erlaubnis in aller Bescheidenheit. Aber es ist schwierig, weil unsere Ordnung sehr heikel ist. Das Gesetz ist nicht schriftlich, sondern nur mündlich. Wer hat recht? Und so stehen eben Angeklagte und Richter von morgens bis abends dem Tod gegenüber, wie eben Wort gegen Wort. So ist das. Don Gaeta, ich will keinerlei Gesetz verletzen. Ich will nur leben. Du spielst wohl gerne. Besser gesagt, im Augenblick ist es das Einzige, was ich kann. Von etwas muss man leben. Dann also spiel. Wenn es dich nicht beleidigt, würde ich dir gerne einen Rat geben. Ich höre euch zu. Du darfst Mora spielen. Und Zecchinetto, und niemand rührt dich an. Aber spiel nicht um einen Soldo. Wenn du dabei verdienen willst, spiel um eine Lira, oder besser gar nicht. Hab's schon gemerkt. Aber wie heißt es doch? Auch der Papst war ein Schüler. Ach, Ligio, Ligio. Die Glocken dürfen nicht läuten, kapier doch. Nie im Leben wirst du ein guter Dieb. Los, auf zu! Zitter nicht wie ein Nepperschwanz! Sonst rennt ihr's besser in den Bauch! Du musst schneller sein als der andere! Pack ihn voll hinten und stick ihn ab! Na los, beweg dich, mach schon! Mach, Salvator! Los und drauf und drauf zu, Salvator! Los doch! Ah, Don Gaeta, buongiorno! Buongiorno! Sieh dir das an. Sieht aus wie ein Spiel, ist es aber nicht. Weißt du, der Kampf mit dem Messer, der ist eine Kunst. Man muss sie schon als Kind lernen. Es ist wie mit dem Wort. Wer damit gut umgehen kann, der ist ein Poet. Wer es aber nicht kann, der ist bloß ein Arsch. Ja, das war gut. In diesem Alter sollten Sie aber auch schreiben lernen. Tja, sieh mal hin, jetzt hat er es begriffen. Wo sollten Sie schreiben lernen? Los, Salvator, feste! Hey, ihr, Salvator, nimm das da! Macht ernst! Liegen lassen, sag ich! Kloakenseele. Lässt dich nicht nur fürs Töten lehren bezahlen, sondern willst auch noch Blut sehen! Verzeiht bitte, Don Gaeta. Aber was zu viel ist, ist zu viel. Nico. Dieser Alte da ist einer von meinen Leuten. Aber ich verzeih's dir, weil du es nicht wissen konntest. Fremma rinorge mia, chiù non suonare. Fammi una carità, ferma panora, n'ora sola. E son e va, la diana dell'amore. E ferma non suona, canta lì mia passione. E mentre io si annenna steva a dì, a me passai lo stegno e me nascetta amore. Jetzt wirst du wohl meine Frau in Ruhe lassen, du geiler Bock.
Nur, nur, nur! Lass mich los! Loslassen! Noch! Ich bin einer von Don Gaetanos Leuten. Du darfst mich nicht anfassen. Ich habe seine Erlaubnis. Wirklich. Hau ab und bedank dich bei ihm. Dich kenne ich. Was machst du hier? Los, komm mit, du schläfst heute Nacht bei mir. Wir müssen ganz leise sein, sonst jagt sie uns am Ende alle beide raus. Leg dich ins Bett und schlaf dich aus. Und wo schlaft ihr dann, Nico? Darüber zerbricht er nicht den Kopf. Ich hab zu tun. Sag mal, ihr könnt lesen? Sieh, ich kann lesen, aber mach jetzt, leg dich hin. Buona notte. Das Wort hat der Anwalt Nicola Bellizzi von der Verteidigung. Wer ist da? Ich bin's, Nanina. Die Tochter von Signor Scognamiglio. Entschuldigt, dass ich euch zu so später Stunde störe, aber es ist dringend. Wartet, bis ich mich sehen lassen kann. Pascali, leg dich unters Bett. Leg dich. Augenblick. Und bitte, bitte. Seid unbesorgt. Meine Mutter hat einen festen Schlaf. Wisst ihr übrigens, warum ich gekommen bin? Offen gestanden, nein. Aber mir ist es recht. Weil es schon 14 Tage her sind, dass ihr in unserem Haus wohnt und ich euch noch nie richtig gesehen habe. Aha. Deshalb wollte ich euch mal sehen. Ob ihr schön oder eine Miesmuschel seid. Und nachdem ihr mich gesehen habt, was meint ihr nun? Na? Nein, keine Miesmuschel. Aber ein Wunder an Schönheit auch nicht. Hm? Aber, ihr habt falsch verstanden. Ich glaube eher, ihr habt euch falsch ausgedrückt. Hört mal, wenn ihr mir den Hof machen wollt, könnt ihr es tun. Mir wäret ihr nicht unangenehm. Und mich hat noch keiner berührt. Aber bevor ihr mich nachts küssen könnt, vergeht noch viel Zeit. Ihr müsst promovieren, braucht eine Position. Im Übrigen, wer seid ihr? Woher seid ihr? Woher kommt ihr? Welche Absichten habt ihr? Und die Flecken da auf eurem Hemd, was ist das? Das ist Blut. Blut? Nun, no, ihr braucht nicht zu erschrecken. Heute Nacht weint keiner meinetwegen. Ich habe ein Menschenleben gerettet. Ich glaube euch nicht. Ah. Mach. Mach. Buongiorno. Steig nicht runter und misch dich da ja nicht ein. Rede doch, Don Gaeta. Buongiorno. Dem Aussehen nach war diese Ladung doch für Don Raffaele bestimmt.
Wie ist es? Irre ich mich oder beladet ihr damit die Wagen von Calucho de Prale? Don Gaeta glaubt mir, Calucho hat mich getäuscht. Er hat mir gesagt, das wären die Wagen von Don Raffaele. Oh mein Gott. In diesem Falle, weil es nicht die Wagen von Raffaele sind, mein Wort darauf. Nehmt ihr die Ladung von Calucho und ladet sie um. Und zwar auf die Wagen von Don Raffaele. Va bene. Don Gaeta, ich bin euer Diener und ihr seid mein Patrone. Aber wer sagt es, Don Calucho, dass umgeladen werden soll? Ich verkaufe doch nur. Ich habe 18 Kinder. Um der Madonna willen, Don Gaeta, sagt ihr es ihm. Ich bin allein. Ich habe mich schon voll geschissen. Dann geh rein und wechsel die Hose. Keine Angst, ich mach das schon. Ah, salute, ehrenwerter Don Gaeta. Salute. Mein Antlitz unter eure Füße. Welche Ehre, gleich am frühen Morgen. Die Ehre ist ganz meinerseits. Wollt ihr mit mir scherzen? Ehre für mich. Ihr werdet doch gestatten. Auf euer Wohl, Don Gaeta. Oh, bitte verzeiht. Wollt ihr etwas trinken? Warum wollt ihr mich jetzt so schwer beleidigen? Ihr kennt die Verehrung, die ich euch entgegenbringe und wisst, wenn ihr ablehnt, beleidigt ihr mich. Oh, es ist nicht meine Absicht, euch zu beleidigen. Glaubt mir das. Den Wein von Calucho hat noch niemand verschmäht. Don Calu, wenn ihr fertig seid mit Saufen und mit Dreck reden, packt eure Ladung von dem Wagen und ladet sie um auf die Wagen von Don Raffaele. Und beeilt euch, ich habe heute Morgen keine Zeit mehr zu verschenken. Ob du Zeit hast oder nicht, geht mich einen verdammten Scheißdreck an. Hey, du Hurensohn! Du Arschgeier! Alle deine toten Verwandten sollen in der Hölle braten! Sieh her! Sieh mir ins Gesicht, du Spagatscheißer! Don Gaeta, wenn ihr wollt, dann werden wir den Affenärschen die Hucke vollhauen. Ich... Oh, Madonna! Basta, Don Gaeta, basta! Basta! Ja, ich werde umladen. Ich werde das Mehl umladen. Ja. Grazie. Aber ein anderes Mal misch dich nicht ein. Raffi, fang gleich an. Don Gaeta, euer Hut, Don Gaeta. Ja, grazie. Tut es sehr weh? Brennt es zu sehr? So legt man doch keinen Verband an. Siehst du nicht, dass er viel zu locker ist? Geh weg. Ich mach's selber. Steh mal auf. No, macht euch keine Mühe weiter, ich schaff's alleine. Grazie. Luis Sella, zieh ihm das Hemd an. Grazie. Bis bald dann, Nico. Si. Vielen Dank auch, Donna Lucia. Arrivederci, Don Gaeta. Wartet, ich bring euch hinaus. Gehabt dich wohl. Genug vom Hure spielen? Ich bin nun mal so. Wenn's dir nicht passt, dann hau ab. Scher dich zum Teufel, verstanden? Wo die Tür ist, weißt du ja. Ich zerschneid dir dein Gesicht, du Hexe. Den Guapo spielen, ja? Aber nicht bei mir. Ich bin hier zu Hause und hier mach ich, was ich will. Meine Liebe. Ich bezahle hier alles und du bist meine Frau und ohne mich bist du niemand. Kapierst du endlich, ja oder nein? Bezahlst? Ist das wahr? Dann bezahle ihm nicht mehr und hau ab. Das Alter so richtig war's. Du Mistkerl. Aber die anderen sehe ich doch gar nicht an. Mein Mann, das bist du. Oh.
Hey, du. Hey, amore mio. Amore mio, wie wär's mit uns? Komm doch, ich mach dir einen sehr schönen Abend. Lass gut komm sein. Doch mit. Was hast du ich denn? Will heute du brauchst nicht viel zu bezahlen. Gib ich hab eine sehr schöne Kammer, komm doch einfach mit. Ich geh, such den anderen dafür. Pascal, was ist passiert? Im Torweg, der zu eurem Haus führt, warten schon die ganze Zeit 5 Männer auf euch. Sie haben keine guten Absichten. Ach, und wer sind sie? Ich kenne keinen von denen. Wahrscheinlich sind es Leute vom Markt. Was macht ihr? Wollt ihr hingehen? Du sagst doch, sie suchen mich. Finden sie mich heute nicht, dann morgen. Besser, ich bringe schnell hinter mich. Nee, die wollen euch umbringen. Wollt ihr euch nicht überlegen? Pascale, wenn du Freiheit und Leben nicht jeden Tag aufs Spiel setzt, lässt Napoli dich nicht leben. Nehmt das hier. Es ist besser, wenn ich unbewaffnet bin. Ich will niemanden umbringen. Sind es Männer von Ehre, dann werden sie es ohne Messer erledigen. Ich bin unbewaffnet. Wenn ihr Ehrenmänner seid, werft die Messer weg. Nein, du hast noch keine Ehre, du nicht. Ich warne dich, misch dich nicht wieder ein. Versuch's nicht nochmal, du Scheiß! Mami, was machst du hier? Na? Nicola ist heute nicht nach Hause gekommen. Ja, und? Es muss etwas passiert sein. Ich spüre das. Und wenn, was geht dich das an? Eben sehr viel. Ich hab ihn lieb. Ich hab mich in ihn verliebt und auch ich gefalle ihm. Du gefällst? Sag mir die Wahrheit! Willst du, dass ich an Scham und Herzeleid sterbe? Willst du das? Sag, was du angestellt hast, meine Kleine! Mama, noch bin ich so, wie ich gemacht wurde. Oh je, aber du bist so, dass ich ohnmächtig werde. Oh, Mama Mia. Eine hübsche Ohnmacht würde uns beiden gut tun. Verzeiht, dass ich so lange nichts von mir hören ließ. Aber ich wollte euch keine Ungelegenheiten machen. Ich weiß, was passiert ist. Und noch in derselben Nacht wurde mir gesagt, ich soll mich nicht einmischen. Von wem? Ich habe den Befehl befolgt, zum Besten von dir und von mir. Trotzdem habe ich dich nicht vergessen und die Dinge ins Reine gebracht. Nun trink. Für mich ist das ein Rätsel. Ich bin allen mit Respekt begegnet. Nico. Du musst diese Stadt doch kennen. Willst du gut leben, musst du ihre Regeln beachten. Freundschaft allein genügt nicht. Herr Landwirt,
Verlangt wird auch die Unterwerfung. Das verstehe ich nicht. Du wirst verstehen. Bald schon wirst du es verstehen. Ein Bruder ist getötet worden. Und zwar eben in dieser Nacht. Weißt du es oder weißt du es nicht? Ich schwöre euch bei meinem Leben, dass ich nichts weiß. Ich bin unbewaffnet gewesen. Ist uns bekannt, wissen wir. Du hast dich verhalten, wie ein Mann es muss. Und das ist deine Rettung gewesen. Was sind das für welche? Sag jetzt nicht, du ahnst es nicht. Es sind Freunde. Es sind Freunde und keine Diskussion. Hör mir gut zu. Wenn du ihre Freundschaft akzeptierst, dann rührt dich keiner mehr an. Du erhältst Protektion und Befehle, Rechte und Pflichten. Du wirst herrschen und gehorchen. Don Gaetano, es ist zu spät, Nico. Wir haben keine Zeit mehr. Beide dafür. Nico, wer im Elend geboren ist, der braucht im Leben immer einen Patrone. Gehen wir. Sie erwarten uns. Na komm. Gehen, aber wohin? Großer Hagere, das ist der Padrone. Den kennen nur sehr wenige. Er hat 6 Menschen getötet. Nicht mit dem Messer, verstehst du? Er hat dazu Gift benutzt. Komm. Hier darf man alles sagen, außerhalb dieser Mauern nichts. Sprich hier bei uns und du wirst leben. Sprichst du draußen, stirbst du. Ich spreche für Don Gaetano von Gillo, mit Beinamen Eisenherz. Aufgenommen vor 3 Jahren in diese ehrenwerte Gesellschaft. Er hat sich bei der Gesellschaft demütigst entschuldigt, weil er Freundschaft geschlossen hat. Mit einem jungen Mann, ohne Verwandte und ohne Protektion. Don Gaetano ist hier mit diesem jungen Mann, von dem man erwarten kann, dass er ein tüchtiger Bruder wird und der darum bittet, aufgenommen zu werden. Die Auskünfte über ihn sind gut, sein Benehmen anständig, er hat Mut und ist rechtschaffen. Es birgt Gaetano Eisenherz für ihn mit seinem Blute. Tretet vor uns hin. Um der Madonna willen, wiederhole alles, was ich dir sage. Was begehrt ihr? Ich möchte ein ehrenwertes Mitglied werden. Ich möchte ein ehrenwertes Mitglied werden. Was bedeutet es, ein ehrenwertes Mitglied sein? Ein ehrenwertes Mitglied sein bedeutet, Diener der Kammeristi sein. Ein ehrenwertes Mitglied sein bedeutet, Diener der Kammeristi sein. Honig im Mund, aber die Klinge im Herzen. Honig. Honig im Mund, aber die Klinge im Herzen. Und warum?
Der Honig versüßt jede peinliche Frage und die Klinge verjagt die Infamien. Ich begehre, meine Pflicht zu tun. Küsst jetzt die Hand des Capitano. Und dann küsst alle beide die Hand des Padrone. Meine Hand. Und nun seid ihr unser leiblicher Bruder im Leben und auch im Tode. Ihr seid von nun an Mitglied, vorgeordnet den Herren der Heiraten? Nun, was soll ich da machen? Er will mich heiraten. Was habt ihr? Es ist die Zeit, sie raufzunehmen. Peppi, willst du dir den einen Ohr hängen? Echt Gold. Ich gebe dir dafür einen Teller Spaghetti. Willst du? Hab ihn, gemacht, ich will. Ich hab Hunger. Gib mir auch was. Gib mir auch. Na, Giuseppe? Donico, euch zu Diensten. Befehl nur, möchtet ihr einen Teller Spaghetti haben? Macht keine Umstände, es steht alles zu eurer Verfügung. Ich gebe es euch gerne, ich weiß. Wenn ihr schon klaut, dann lasst euch wenigstens nicht bescheißen. Was ist gelohnt? Das war's! Und du, merkt ihr's? Donna Lucia, tut mir den Gefallen. Ich bin die Ehefrau von Vincenzo, dem Bajazzo. Frag Don Gaetano wegen der Osteria. Ich kann mit Don Gaetano über alles sprechen, nur nicht über solche Sachen. Ihr wisst doch, mit ihm ist nicht gut Kirschen essen, also verspreche ich euch nichts. Donna Lucia, buongiorno. Ach, ihr... Buongiorno, Don Nico. Ich habe euretwegen eine ordentliche Tracht Prügel gekriegt, wisst ihr das? Wieso meinetwegen? Donna Lucia, wollt ihr mir es nicht erklären? Das wisst ihr selber doch am besten. Und von wem brauche ich auch nicht zu sagen. Er ist eifersüchtig auf euch. Er beliebt zu scherzen. Weil ihr als Frau für Nicola Bellizzi überhaupt nicht existiert. Ohne euch kränken zu wollen. Selbst wenn ihr nackt, wie euch die Mutter geboren hat, vor mich hintreten würdet, ich würde euch nicht anrühren. Ihr würdet mich? Was habt ihr denn verstanden? Ihr ekelt mich an. Psst. Der Padrone wartet auf euch. Ja. Was noch für heute? Wir beenden es ein andermal. Wie ihr befehlt, Don Gaeta. Schon gut, geht jetzt, verschwindet, seid artig, geht jetzt endlich.
Euch zu Diensten, Padrone. Habt ihr Befehle? Ich habe da erfahren, dass Vincenzo Porzilio de Baiazzo das Metier wechseln will. Das heißt, dass er zweifach verdienen will. Er will eine Osteria eröffnen. Oberhalb von Miracoli. Ist euch das nicht bekannt? No, Signore. Diese Information, Don Gaeta, müsstet eigentlich ihr mir geben und nicht ich euch. Ja, ihr habt recht. Entschuldigt vielmals. Lasst ihn wissen, er soll weiterhin den Baiazzo machen. Den Wein sollen die Schankwirte verkaufen und er soll uns nicht länger auf der Seele knien. Mach ihm das begreiflich. Mir nicht und nicht meinen Freunden. Seid unbesorgt. Ich werde euch sofort meinen Respekt beweisen. Ihr könnt alles kriegen. Ob Käse, Macaroni, Eier, Öl, Wurst, Speck, sogar Büffelmischkäse. Ja, ich habe alles, was das Herz begehrt. Meine Sachen sind frisch aus Cardite. Alter Wein und neuer Wein. Bier und Weinessig, säuerlich und goldgelb. Marsala und Marcelletta. Ihr werdet bedient, sofort und bestens. Mit dem richtigen Gewicht und auf die feine Art. Also beeilt euch! Attention! Bataillon! Jetzt spielen wir ein schönes Lied für dieses ganze Viertel. Jetzt los! Avanti! Marsch! Von oben bis unten durch. Ein Wein, den man von oben in den Balk gießt und ausreichert. Ein Rachenputzer. Der Wein ist prima, ohne Kümmel. Bös ist nur, er verbrennt. Ja, trink, Freund, trink. Das ist Wein aus Vorigrotta. Entweder springt einem oben wieder raus oder man jagt ihn unten hinaus. Don Gaeta? Das ist reines Wasser. No! Don Gaeta! Bei der Seele der Madonna, basta! Basta! Wer ist da? Ich. Hat jemand nach mir gefragt? Ja. Wer? Donna Lucia, den ganzen Tag über. Lucia! Sie ist nicht da. Wohin wollte sie denn? Ich weiß es nicht, ich warte auch auf sie.
Ich finde, du solltest mir lieber die Wahrheit sagen. Bei der Madonna del Carmine, ich weiß es nicht. Sprich jetzt. Es ist besser für dich. Heute Nacht ist kein Karneval. Vielleicht sucht sie euch zu Hause bei Nicola Bellizzi. Wo wohnt er? Na? Im Vicolo della Salute, Nummer 64. Bei Donna Sconamiglio. Vielleicht, Don Gaeta. Ein hübsches Täubchen oder auch ein Falter hat mir im Vorübergehen zugeflüstert, dass Vincenzo der Bajazzo von deinem Geliebten getötet wurde, im Auftrag der Camorra. Erkennst du es wieder? No. Es gehört Gaetano Fungillo, genannt Eisenherz. Sie haben es aus dem Leib von Vincenzo dem Bajazzo gezogen. Es ist ein sehr bekanntes Messer. Das ist eine Infamie. Ja, eben das. Nun, diese Infamie bringt dem Mörder lebenslänglich. Und durch Infamie werden sie leider immer wieder gerettet. Und nun, Donna Lucia, musst du eine Infamie begehen, wenn du Gaetano befreien willst. Du weißt ja, was du zu tun hast. Und es muss noch heute Nacht sein. Über mich kannst du nicht beliebig verfügen. Ich war wohl wieder mal zu müde, viel zu müde. Warum hast du mir nie was von deinem Studium gesagt? Warum? Weil einer, der studiert, von denen, die nichts besitzen, für verrückt gehalten wird, wenn man sich der Illusion hingibt, man könnte dadurch sein Leben ändern. Du gibst dich also der Illusion hin, du könntest dadurch dein Leben ändern? Wollt ihr die volle Wahrheit wissen? Ich bin Spieler, weil ich studieren will. Ich habe die Gegend gewechselt, weil ich gefrotzelt wurde. Ich hieß bei Ihnen der Student. Das war als Beleidigung gedacht. Naja. Ich weiß, ein anderer wäre schon Anwalt. Aber ich habe nachts gestanden. Ich habe mich versteckt, weil ich mich schämte, dass ich wissen wollte. Und fürchtete, ein anderer zu werden und damit die armen Leute zu verraten. Aber wenn das Verrat ist, dann einer, der ein Leben wert ist, Don Gaeta. Das meine. Du kannst es nicht wissen, aber heute hast du mir bewiesen, dass du wirklich ein Freund bist. Was wollt ihr damit sagen? Es genügt, dass ich es weiß. Und ich werde mich dir gegenüber dankbar zeigen. Von hier und von jetzt an. Rührt wer dich anrührt, auch mich an. Du sollst Anwalt werden. Koste es, was es wolle. Mein Wort darauf. Vielen Dank, Don Gaetano, aber ich will das Gesetz kennenlernen, weil ich bin zu gierig nach Gerechtigkeit. Ich will Anwalt werden und es mir selber danken. Nico, leg dich hin und schlafe. Wir sehen uns dann morgen. Das heißt, nein, eben nicht. Denk du jetzt an dein Studium. Den Rest überlass mir. Buonanotte. Was ist mit deiner Hand? Oh, nichts weiter. Das ist schon bald vergessen.
sowas denn? Das sag ich dir nicht. Entweder du vertraust mir oder es ist aus. Sag mir, wo du warst, du Hure. Nein! Nein! Diesmal verdiene ich's nicht. Ich schwör's dir bei... Dann sprich doch! Wer war's? Was haben sie dir getan? Umarme mich. Halt mich ganz fest. Tu mir weh. Nein! Nein! Ayosha. No! Warte! Liebe mich, Gaetano. Verlass mich nicht so. Als wenn der hierher käme. Also lass mich kurz, Rosi. Kommissar, glaubt ihr wirklich, dass der Kerl hierher kommt? Lasst euch gesagt sein, er wird sich hüten. Wollen wir um Rosinenbrötchen wetten oder um Windbeutel? Wenn du wettest, musst du 10 Windbeutel setzen oder nichts. Den wir in uns pflücken, hört auf mich. Ach, du denkst immer bloß wie ein Bulle. Du musst dich mal in einen Banditen versetzen. Naja, ich bin Bulle. Na und? Aber früher war ich auch Bandit. Ich muss ihn erwischen in Flagranti. Um ihn wegen Mordversuchs anzuzeigen, mit euer aller Aussage. Und Beihilfe. Und wenn Gaetano euch wirklich umbringt, was dann? Oh, dann habe ich wenigstens die Genugtuung, dass ich ihn lebenslänglich ins Zuchthaus schicke. Jesus, ich werd verrückt. Ihr wollt euer Leben riskieren für eine Genugtuung, von der ihr gar nichts habt? Oh, du willst mir wohl was anhexen, was? Ayosha! Noch Schwager! Mach schon! Schieß, wenn du ein Eisenherz hast! Den Kerl. Schluss, aus, vorbei mit dir. Jetzt bist du nicht mehr der Zorn, ein lebenslänglicher. Und ich lebe noch. Bringt ihn rauf. Am besten in die Zelle, wo er sich gleich richtig zu Hause fühlen kann. Ich bring dich um. In Napoli, heute am 14. September des Jahres 1891, erkläre ich Nicola Bellizzi, Vater unbekannt, zum Doktor der Jurisprudenz. Meinen aufrichtigen Glückwunsch, Kollege. Ich danke euch für euer Wohlwollen. Danke. Alles Gute, Signor Avocado. Gib mir 2 Bücher, ich trage sie dir. Sie. Coppola Rosa. Pascal. Entschuldigt, Avocado. Im Namen von uns allen bitte ich euch, eine kleine Ehrengabe entgegenzunehmen. Worum dreht es sich? Mein Onkel Luigino Sguarfone sitzt im Gefängnis wegen Diebstahls und er wünscht, dass ihr sein Verteidiger werdet. Pascale, hoffentlich brauche ich dich nie zu verteidigen. Danke, Avocado. Aber einer wie ich landet doch irgendwann da drin. Ciao. Ciao. Mein erster Klient. Bravo. Aber wenn du ihn nicht frei bekommst, wehe dir. Es eilt nicht.
habe Zeit, solange ich will. Na, was ist? Immer noch nicht reden, hm? Wenn du wissen willst, wer Vincenzo den Bayer zu umgebracht hat. Hältst nicht länger aus, was? Dann musst du dich nackt auf meinen Platz legen, damit du dich selbst bezichtigst. Mach weiter. Der redet immer noch nicht. Jetzt bist du dran. Ich? Ja, du. Er geht mich nichts an. Wabbel, Marshall, ihr werdet mir doch aber nichts tun. Offen gestanden, ich weiß ich eigentlich höre. Gar nichts. Was ja, du ja, nicht sagst, sieh einer an. Wabbel, ne? Das Wort hat der Anwalt Bellizzi von der Verteidigung. Alles Gute, Avocato, alles Gute. Donna Lucia, wenn ihr gestattet. Ich stehe noch mit rund 300 Spucken in der Schuld von Don Guy. Hau ab, sag ich. Hört, ich möchte die Schuld an euch abzahlen, Donna Lucia. Donna Lucia, hört, spuckt mir ins Gesicht. Hau ab, du. Ja, was? Anspucken würde ich Gaetano, wenn er rauskommt. Und wenn Sie nicht rauslassen, Donna Lucia sagt, wem zahle ich dann meine Schuld? Bitte, dass Sie ihn rauslassen. Wenn ich euch Gerechtigkeit zu üben, keine Rache, appelliere ich auch an euer Gewissen als Bürger. Gestattet mir zum Schluss meines ersten Plädoyers, etwas auf eine der beiden Schalen jener Waage zu legen, die das Symbol der Gerechtigkeit ist. Eine Coppola Rossa. Seht sie euch an. Diese Mütze trug ich mal auf dem Kopf, als ich noch ein Herr der Straße war. Sie war mein Erkennungsmerkmal, das Symbol meiner Gewalttätigkeit. Heute werfe ich sie weg, in der Hoffnung, dass, wenn ihr milde seid, eines Tages auch Luigi Esposito und all die Herren der Straße, die mir zuhören, wie ich ihre Zeichen auf die Waagschale werfen, ihre roten Mützen und ihre Messer, weil sie dann in einer Stadt leben können, die humaner ist, wo die Gerechtigkeit keine Binde vor den Augen hat, wie die Hure Fortuna. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Das Gericht zieht sich jetzt zur Beratung zurück. Avocado! Avocado, ihr habt gesprochen wie der liebe Gott. Wenn Sie mich doch verurteilen, da scheiß ich was drauf. Ihr habt den Paragrafenkackern gesagt, was sie verdienen. Hey, sachte, sachte, er ist noch nicht verurteilt. Verschwindet, lass mich. Lass sie, sie gehört zu mir. Avocat. Donna Lucia, was macht ihr hier? Nimm bitte diesen Zettel. Er ist für Gaetano. Er muss ihn bekommen. Er wird ihn bekommen. Entschuldigt, Kollege, ich muss zur Verhandlung. Wir sehen uns da später. Was meint ihr? Kommen Sie raus, oder? Nein? Diese Mottenscheißer. Los, kommt, wir gehen besorgen. Nein, nie. Bist du drin gewesen? No. Dazu hat mir der Mut gefehlt. Wir werden uns später sehen. Wartest du das Urteil nicht ab? Weißt du, wenn du den Fall verlierst, werde ich ohnmächtig.
Avocato, ich habe zugehört. Ihr habt sehr gut gesprochen. Es hat nichts genutzt. Sie werden trotzdem verurteilt. Vielleicht ja. Aber mir gefällt es, wie ihr diese Menschen verteidigt habt. Gewisse Dinge müssen gesagt werden. Bravo. Der Anwalt Pellizzi. Ihr auch hier? Oh, ihr. Wie geht es euch? Nani, darf ich dir Signore Santis vorstellen, einen mit den Problemen unserer Stadt sehr gut vertrauten Journalisten? Wir kennen sie. Wir kennen seine Artikel. Ausgesprochen skandalös. Ausgesprochen skandalös. Wir wollen wohl keine Karriere machen. Gehen Kommt wir. Mit. Ihr werdet etwas sehen, was es nur in dieser Stadt geben kann. Signor Marchese, was sagtet ihr über meine Artikel? Siehst du, Nani, ich wusste genau, dass diese Leute auch anders denken als wir. Lass sie denken, was sie wollen. Ich bin so froh, dass ich es geschafft habe, die Einladung zu kriegen. Wie hast du das angestellt? Die Tochter des Marchese ist mit mir zur Schule gegangen. Ist unruhig heute Morgen. Irgendetwas ist mit ihm. Sitz, Platz, Ronny. Na, komm. Was? Junge! Vorwärts! Greif an! Los! Mach schon! Greif an, du Feigling! Komm schon! Schnell! Feste! Los, drauf! Nun seht nur, was für ein Prachtexemplar. Ich habe ihn aus Agnano. Ist nicht gerade billig gewesen. Los! Na komm! Feste! Ran! So ist gut! So ist gut! Los doch! Ich glaub dir, du! Los! So schön! Komm, Feste! Ran doch! Hier, ran! Nimm doch! So! Jawoll! Noch. Was ist? Lass mich. Das Eisen weg, das du da deinem Rock versteckt hast. Sehr, was für ein Eisen. Ich kenne den Trick, deshalb hat dich der Hund auch nicht angegriffen. Wenn du dir damit dein Brot verdienen willst, dann auf saubere Art. Kämpf ehrlich. Nico. Nico, warte wenigstens einen Augenblick auf mich. Welch einen Eindruck macht dein Benehmen? Warte. Wo willst du hin? Lass mich in Ruhe. Nico, wenn du den Guapo spielen willst, dann ist das aus mit uns. Sieh, Signore. Du hast dich vor bedeutenden Leuten wie ein Guapo benommen. Ich bin mit einem Anwalt verlobt. Vergiss das bitte nicht. Na nee. Ich bin, wie ich bin. Entweder so oder gar nicht. Ich bin so wütend, weil ich dich viel zu sehr liebe. Und du nutzt das aus. Mach dir keine Sorgen, mein Kleines. Wirst sehen, ich mache meinen Weg als Anwalt, auch ohne diese Leute. Exzellenz, was macht ihr denn hier, um Gottes Willen? Ich habe von dem Unglück gehört, aber nicht geglaubt, euch schon so bald hier drin bei uns zu sehen. Setzt euch auf meinen Platz, er ist frischer und sauberer. Na, Signore, lass es gut sein, dein Platz gebührt dir. Ich nehme den da. Papé, du den. Cicilio, du dort in die Ecke und Carciello, weil er der Jüngste ist, quartiert sich neben den Kübel. Eine große Infamie ist begangen worden. Ehrenwerte und unschuldige Menschen wurden dadurch ins Gefängnis gebracht. Aber die Gerechtigkeit macht vor keinem Halt. Sie ereilt einen jeden. Der Schweinehund muss sterben. Irgendwer wird Gerechtigkeit üben, irgendwann. Wer euer Rächer sein wird, das vermag noch niemand zu sagen. Aber den Namen des Schuftes müssen alle erfahren. Es ist das Rabenaas Gigino. Deine Angelegenheit macht Fortschritte. Lucia benimmt sich gut. Lucia ist gestorben für mich. Auch Nicola ist dabei zu Ehren gekommen. Hat ein paar Freisprüche erreicht. Zusammen mit einem politischen Winkeladvokaten wird er dich verteidigen. Die Verantwortung muss aber voll und ganz bei ihm liegen. Denn er ist der Sohn von La Grande Mama.
Padrone, ich bitte euch nur um eines, um das Leben von Ayosa. Schlagt es mir nicht ab. Den überlass mir. Du hast deine Pflicht bereits getan. Deshalb ist deine Ehre auch völlig intakt. Aber Ayosa darf nicht in Ehren sterben. Und er darf nicht jetzt sterben. Könnt ihr es euch nicht denken? Ja und nein. Ich meine, es geht um Gaetano. Was wollt ihr? Offen gestanden, ich wollte euch bitten, dass ihr aussagt. Darüber wollte ich mit euch reden. Der günstige oder ungünstige Ausgang des Prozesses liegt zurzeit in euren Händen. Versteht ihr? Na? Zu retten ist er nur, wenn ihr als Zeugin auftretet. Ich müsste also aussagen, was mir Ayosa angetan hat. Ja, wenn ihr es könnt. Und Gaetano will es? No. Nicht einmal in den Prozessakten findet sich ein Körnchen Wahrheit. Denn Ayosas Aussage lautet Mordversuch im Auftrag der ehrenwerten Gesellschaft. Ihr wisst, dass es aus verletzter Ehre war. Und ihr wisst es genau. Und er redet nicht, er schweigt, lässt alles im Raum stehen. Und verurteilt sich damit selber. Gaetano schweigt, habt ihr eben gesagt. Warum wollt ihr, dass ich spreche? Weil ihr ihn gern habt, deshalb. Aus Liebe. Ihr verlangt von mir, dass ich sterbe, um ihn zu retten. Wenn er frei ist, würde er mich sofort umbringen. Was mir Ayosa angetan hat, ist eine Schande für mich. Wenn es ganz Napoli erfährt, wird es zur Schande für ihn. Und einer wie Gaetano würde das niemals dulden. Er ist kein Anwalt. Er ist ein Guapo. Die Guapi haben eine Ehre. Aber sie haben auch ein Herz, Donna Lucia. Aus Liebe wagt man. Was nützt euch ein Geliebter, der lebenslang im Zuchthaus sitzt? Basta. Kein Wort mehr, Donico. Gehen wir rein? Gehen wir. Geht beiseite. Lasst uns durch. Los, weg da. Die Verhandlung wird fortgesetzt. Man führe den Angeklagten herein. Herr Präsident, ich beantrage die Anhörung von Kommissar Ayosa. Als Zeuge aufgerufen wird Kommissar Ayosa. Wenn nicht sofort Ruhe eintritt, werde ich den Saal räumen lassen. Verdammte Schwein, du! Gaetano, ihr bringt sie nur gegen euch auf. Der Angeklagte hat zu schweigen, bis er gefragt wird. Nun, Kommissar, bestätigt ihr die von euch während der Voruntersuchung gemachten Aussagen? Sie, Senor Presidente. Habt ihr noch etwas hinzuzufügen? Ich möchte präzisieren, dass nach den jüngsten Verhaftungen von Camorristen und nach den Zeugenaussagen von Luigi Scarpetta, besser bekannt als Gigi, nur das Abmaß. Ruhe! Ich bitte um Ruhe! Dass wir alle die, die dem sogenannten Tribunal der Camorra angehören oder nahestehen, verhaften konnten. Signor Presidente, verehrte Geschworene, ich bitte euch, mir zu gestatten, dem Zeugen eine Frage zu stellen. Prego, Senatore. Der genannte Luigi Scarpetta, sitzt er oder ist er frei? Er ist frei. Ach nein. Wenn er noch frei ist, dann kann er doch kein Camorrist sein. Und wenn er kein Camorrist ist, woher denn sollte er dann wissen, was das sogenannte Tribunal der Camorra beschlossen hat und ob es existiert? Kommissar Ayosa. Antwortet bitte dem Signor Presidente. Er wartet.
Sie, Signor Presidente. Wie lange gehört ihr schon der Polizei an? Seit 6 Jahren. Antwortet dem Präsidenten. Und bevor ihr ein Bulle, verzeiht, Polizist wart, welche Beschäftigung hattet ihr da? Ich war arbeitslos. Habt ihr während dieser Zeit Verbrechen begangen? Wie zum Beispiel Körperverletzung, versuchter Mord, Schmuggel, bewaffnete Drohung? Sie alle. Träge, würdet ihr das wiederholen? Ihr herrscht Ruhe. Sie alle, Signor Presidente. Was, alle sagt ihr? Das heißt, der Repräsentant des Gesetzes, der Hüter der Ordnung und Ankläger von Gaetano Fungillo ist ein gewöhnlicher Verbrecher. Sie, selbstverständlich. Der Staat weiß jetzt, dass er der Camorra nur beikommen kann, wenn er sich auf Männer stützt, die Erfahrung haben. Camorristen also? Nein, ein Camorrist bin ich nie gewesen. Weil die dich nie gewollt haben. Mithin ist es also nur reiner Zufall, dass nicht ihr in diesem Käfig drin sitzt. Reiner Zufall ist nur, dass ich nicht auf dem Friedhof liege. Dieser Gaetano Fungillo hat mich zu töten versucht im Auftrag der Camorra. Denn sie hat erkannt, dass ich ihr einzig zu fürchtender Feind bin. Zu Protokoll bitte. Kommissar Ayossa, kennt ihr Lucia Esposito? Sie ist die Geliebte von Gaetano Fungillo. Wie bitte? Ich habe nicht richtig verstanden. Die Geliebte von Gaetano Fungillo. Antwortet dem Präsidenten. Ihr müsst zu mir sprechen und auch mir antworten. Sie, Signor Presidente. Und wann habt ihr sie zum letzten Male gesehen? Weiß ich nicht mehr. Wie bitte? Ich weiß es nicht mehr. Signor Presidente. Signor Presidente. Lucia Esposito ist hier im Saal anwesend. Ich appelliere an eure richterliche Machtbefugnis, dass sie dem Zeugen Ayossa unverzüglich gegenübergestellt wird. Was sagt ihr, Richter? Wollen wir uns diese Lucia Esposito anhören? Gewiss, Signor Presidente. Artikel 479 des Gesetzbuches sieht das vor. Aha. Also Anhörung laut Gesetz. Ruft Lucia Esposito auf. Lucia Esposito anwesend. Seid Lucia Esposito. Sie. Dann sprecht mir nach. Ich schwöre, die Wahrheit zu sagen. Ich schwöre, die Wahrheit zu sagen. Die ganze Wahrheit? Die ganze Wahrheit. Und nichts als die Wahrheit. Und nichts als die Wahrheit. Sagt, ich schwöre es. Ich schwöre es. Habt ihr der Zeugenaussage des Kommissars Ayossa etwas hinzuzufügen? Sie, Präsidente. Dann sprecht, Signora. Er nahm mich fest in der Nacht zum 13. und am 14. ist die Verhaftung erfolgt. Stimmt das? Ja, um Ermittlungen anzustellen. Über den Mord an Vincenzo dem Baiazzo. Es hieß, Gaetano Fungillo sei es gewesen und ich suchte nach Beweisen. Leider vergeblich. Wie lange etwa dauerte diese Ermittlung? Weniger als eine Stunde. Das ist nicht wahr! Beruhigt euch, seid ruhig. Ja, er sagt, er hätte Beweise gegen meinen Geliebten. Sieh, ich habe einen Geliebten und ich sage es sogar laut, vor aller Welt! Ruhe! Ich bitte um Ruhe! Signora, das sind eure Angelegenheiten. Uns gehen sie nichts an. Ja, es waren ihre. Es waren nur ihre Angelegenheiten. Aber jetzt sind sie unser aller. Ayossa versprach mir, die Beweise, die er gegen meinen Geliebten hätte, zu vernichten. Beweise, die er gar nicht hatte. Im Tausch. Im Tausch gegen was denn? Wenn ich mich von dem perversen Schwein besudeln lasse. Das ist nicht wahr, Signor Presidente. Das sind die Worte einer Frau, die registriert ist. Du bist einer, der als Schuft registriert ist. Du Schwein! Und ich, wie eine Idiotin, hab eingewilligt aus lauter Angst um Gaetano. Seid ruhig! Ab sofort herrscht Ruhe! Signor Präsident, ich ersuche euch, dem Angeklagten auch das Verbrechen der Verächtlichmachung anzulasten. Oh, ich bitte euch, Staatsanwalt, eins nach dem anderen, sonst werde ich hier noch verrückt. Signor Präsident, wenn man ein Weibstück wie die da beschlafen will, dann braucht man keine Beweise gegen einen Mörder verschwinden zu lassen. Da genügt eine Lira! Präsident, dagegen sag ich euch, auch das Wort einer Frau wie ich gilt hier.
Dort über euch steht es doch. Das Gesetz ist für alle gleich. Ihr müsst beweisen, was ihr sagt. Beweisen, versteht ihr, Signora? Für mich steht im Augenblick nur eines völlig außer Zweifel. Was versucht hat, Kommissar Ayosa zu töten. Dann sagt ihm, dass er das Hemd ausziehen soll. Ich habe ihn in die Schulter gebissen und ich bin sicher, dass er das Mal behalten hat. Und wo soll das... Und wo hat er stattgefunden, sagen wir, der fleischliche Kontakt? Was? Na eben die Einführung. In einer Zelle, wo Ratten im Dunkeln herauskommen. Hingeworfen. Festgenagelt auf eine Pritsche wie Jesus Christus. Freigemacht. Auseinandergerissen wie ein Osterlamm. An der Wand stand mit den Fingernägeln und mit Blut geschrieben... Das Leben ist ein Recht und kein Almosen. Ich habe darunter geschrieben, das ist nicht wahr. Seht es euch an. Das mag genügen, was mich betrifft. Habt ihr noch etwas hinzuzufügen? No. Dann könnt ihr gehen, Signora. Schreiber begleitet sie hinaus. Signor Presidente, ich fordere jetzt wie folgt vorzugehen. Primo, die Prüfung der juristischen Stellung von Ayosa. Secundo, einen Lokaltermin anzuberaumen in jener bewussten Zelle, um festzustellen, wer von den beiden Zeugen lügt, ob Ayosa oder Lucia Esposito. Denn letztlich dreht es sich um die Feststellung, wollte der Angeklagte töten auf Befehl der Camorra oder aus zutiefst verletzter Ehre. Denn das Leben und die Freiheit von Gaetano Fungillo hängen ab von seinem Motiv. Es handelt sich zum Dritten um die Notwendigkeit klarzustellen, ob die Zeugenaussage einer Frau aus dem Volke inferior der eines rehabilitierten Verbrechers gesehen werden kann, den eine übereifrige Regierung, sei es auch gerechtfertigt durch die politische Lage von vor 10 Jahren, als Haupt einer Polizeitruppe bestallt hat, an einem so neuralgischen Punkt vor Napoli. Vor allem jedoch, Signor Präsidente, ist es notwendig, durch das Urteil, das ihr fällt, ein für alle Mal festzuhalten, dass man das Verbrechen nicht mit einem noch größeren Verbrechen bekämpfen kann. Mehr noch, es sollte stattdessen mit Hilfe der Justiz für immer ausgemerzt werden. Bravo, mein Junge, bravo, das war durchschlagend. Großartig, das habe ich nicht erwartet. Herr Präsident, die These des Avocato Bellizzi ist schwachbrüstig. Mir ist dabei bekannt, dass die Regierung ihren Druck verstärkt, die ehemaligen Verbrecher in der Polizei loszuwerden. Dann könnt ihr mir ja auch vielleicht verraten, was ich in diesem Falle tun soll. Ganz einfach. Wir klagen ihn an wegen falscher Aussagen. Va bene, va bene. Im Namen Umbertus des Ersten durch die Gnade Gottes und den Willen der Nation König von Italien erklärt das Gericht den hier anwesenden Kommissar Ayosa der falschen Zeugenaussage für schuldig und ordnet seine sofortige Verhaftung an. Ja, wieso? Warum? Aber ich habe immer der Gerechtigkeit gedient. Sie werden mich umbringen. Sie warten schon auf mich. Die Geschworenen mögen sich ins Kabinett begeben, um das Urteil zu fällen im Prozess gegen Gaetano Fungillo. Komm, das Gericht zieht sich zurück. Hey, Gaeta, vielleicht haben wir es geschafft. Thank you.
Avocado wartet. Geh raus, Luisella. Freigesprochen. Wann kommt er raus? Sobald er sie sieht, bringt er sie um. Ist klar, er muss es ja. Warum denn? Warum? Weil ein richtiger Mann keine legt, die ein Ayossa hatte. Im Übrigen wollen wir doch das Kind beim Namen nennen. Es ist für alle besser, wenn er sie umbringt und dann türmt. Heimkehr. Gehen wir nach Hause, komm. Ihr so spät. Oh, Madonna. Kommt rein, aber schnell. Madonna, um Gottes Willen, helft mir. Seid ruhig, setzt euch hin, macht schon. Na, setzt euch schon. Mein Gott, nein. Avocado, Avocado, kommt schnell her. Was ist denn los, hä? Avocado, helft mir, sie wollen mich umbringen. Ihr in eurer Position könnt es. Ihr müsst mich beschützen. Ihr müsst diesen Mord verhindern. Ich habe meiner Frau gesagt, dass ich mich bei euch in Sicherheit bringe. Also müsst ihr mir auch helfen. Mach, verschwinde. No, ihr seid ein Anwalt. Ihr seid ein Mann des Gesetzes. Ihr könnt mich nicht fortjagen. Im Gegenteil, ihr müsst die Wachen rufen. Lass mich ins Krankenhaus bringen. Ich bin verletzt, hört ihr? Ich gehe und hole einen Arzt, ja. Wartet, wohin geht ihr? Wohin wollt ihr? Ich sterbe nicht. Ich bin zäh wie eine Schlange und habe 7 Leben wie eine Katze. Das ist gut, das habe ich verdient. Warte hier und rühr dich nicht. Bleib hier. Man weiß, dass er bei dir sein muss. Sie. Es muss sein, noch heute Nacht. So lautet der Befehl, Nico. Nicht in meiner Kanzlei.
Bobene, ich bringe ihn ins Krankenhaus. Du tötest ihn. Unmöglich. Hier gelten zwei Gesetze, das Richtige und unseres. Heute Nacht muss ich auf Ihrer Seite stehen. Geschehe, was da muss, aber jetzt und hier bin ich der Anwalt Bellizzi, Capito. Ich habe verstanden. Nico, beten wir zur Madonna del Carmine. Dass Gigino das Rabenmaß verblutet, bevor die Wachen kommen. Andernfalls ist... Ja, war bene, Nico. Mach, was du musst. Wir gehen nach Hause. Für wen betet ihr? Ich bete für die Seele von Nicola Bellizzi. Habt ihr erfahren, dass sich Gigino das Rabenmaß bester Gesundheit erfreut? Ja, er ist auf der Insel und atmet noch in diesem Moment. Wer verbürgte sich für Nicola Bellizzi, genannt Coppola Lossa? Ich. Nun, denn wem kommt es zu, gemäß unseren Gesetzen, das Urteil an Coppola Lossa zu vollstrecken? Mir. Aber Nicola Bellizzi ist mein Freund und ein Mitglied der ehrenwerten Gesellschaft. Das heißt, du weigerst dich. Sieh. Und ich werde keinem gestatten, ihn umzubringen. Die Madonna möge dich begleiten, mein Junge. Vorwärts. Los, fahr! Und flott! Hier! Fahr schneller, Kutscher. Gib den Pferden die Peitsche. Ja! Yeah!
hinterher kanalieren, wenn es wagt. Ich will nur dein Bestes. Ich werde dich verlassen. Warum willst du mich verlassen? Was habe ich dir getan? Du, nichts. Du hast mich gern, ich weiß. Und ich habe dich auch gern, aber... Nico, wenn eine andere Frau zwischen uns steht, dann sag's ehrlich und ohne Umschweife. Weißt du, warum Gaetano getötet wurde? Ja, meinst du, es interessiert mich? Was geht denn uns das an? Er ist gestorben, weil er sich geweigert hat, mich zu töten. Und weil er meine kleine Anwaltspraxis verteidigen wollte. Und meine Zukunft als Mensch. Aber wer im Elend geboren ist, der stirbt nicht im Glück. Ich habe versucht, anders zu werden. Aber um es zu schaffen, wurde ich Kamorrist. Nanni, ich... Ich bin zum Tode verurteilt. Weil ich ungehorsam war. Nein, es ist nicht wahr. Es ist wahr, es ist wahr. Deswegen gebe ich dir auch dein Wort zurück. Weil ich weiß, dass ich sterben muss. In ein Unglück hineinzuziehen. Nein, ich liebe dich. Du darfst mich nicht verlassen, Nico. Ich will dich heiraten, auch wenn du ein Kamorrist bist. Ich will immer nur dir gehören. Ich frage mich, ob einer von euch es wirklich kennt, dieses unser Napoli. Nicht das Napoli von Via Caracciolo, o Toledo. Das andere Napoli. Welches andere Napoli, den Avocado? Das Napoli, Signori, das Napoli. In dem Pasquale Scalzo gelebt hat. Den ihr heute abzuurteilen habt. Wegen fortgesetzten Diebstahls und Gewalttätigkeit. Wenn ihr dieses Napoli wirklich kennen würdet, würdet ihr euch nicht als Richter fühlen über diesen armen Jungen. Wohl aber als Richter über diese Regierung, die zumindest die Pflicht haben sollte zu wissen, wie viel Gottesseelen ihr Leben lang draußen auf der Straße schlafen und von Notbehelfen leben. Weil keiner... Niemand ihnen den Behelf anbietet, auf den sie doch alle ein Recht hätten. Das Recht auf Arbeit. Und damit auch auf die Möglichkeit zu leben und jeden Tag auf ehrliche Weise ihr Brot zu essen. Wer ist verantwortlich für den Unrat in den Gassen ohne Kanalisation, ohne Wasser, in denen dieser Plebs von Napoli dahinsiecht? Wer? Wer weint denn? Wer protestiert dagegen, dass die Kinder 12 Stunden am Tag für 2 Soldi arbeiten? Wer regt sich darüber auf, dass in den Gassen von Napoli die einzigen Schulen, die es gibt, Schulen für Diebe sind? Niemand! Niemand! Und die Camorra? Wo kommt sie her? Doch nur aus einem Nichtvorhandensein von Staatsmacht. Einem Misstrauen gegenüber der Justiz. Die Camorra rottet man nicht durch Verfolgung aus. Im Gegenteil,
Durch diese Verfolgungen führt man sie nur. Weil in dem Sumpf von Fäulnis, in dem das andere Napoli lebt, eine Camorra blüht und gedeiht. Und wer sich ihr widersetzt, der wird ermordet. Wenn ihr Pascale Scalzo verurteilt, dann straft ihr ihn nicht, sondern macht aus ihm nur einen Camorristen. Ihr würdet ihn zum ehrenwerten jungen Mann befördern. Bringt ihm deshalb Nachsicht entgegen, bevor er lernt, dass man zwar Diebstahl bestraft, aber niemals die Büßen, die die Misere der armen Leute unter dem Schutz eines undurchsichtigen Gesetzes auf das Schändlichste ausbeuten, eines Gesetzes, das anderswo anders, aber hierzulande Camorra heißt. Ruhe im Saal! Ich bin fertig. Das Gericht zieht sich jetzt zur Beratung zurück. Avocado. Ja, was willst du? Ich muss euch sprechen. Aber was denn, du weinst? Ein paar Monate und du bist frei. Reiß dich zusammen, Kopf hoch. Nico, reiß dich auch zusammen. Kopf hoch! Dich haben sie geschickt. Sag es ihnen. Ich habe es getan. Ich habe ihn getötet. Sie müssen es wissen. Ich habe es getan. Avocado. Wachen, hol zuvor deinen Arzt. Avocado. Was ist? Was ist? Madonna, der kam. Vorsichtig, sei doch vorsichtig. Mein Gott. Mein Gott, wo bleibt denn der Arzt? Madonna del Carmen,